Da wird der Rasen gemäht. Das ist eine spontane. Ah, eine spontane. Wie dir, nee, mir geht's nicht so gut. Was auch daran liegt, dass irgendwie das eh alles keinen Sinn hat, weil die halt alle verblödet seid. Es ist Mitte November. Wozu muss Mitte November noch der Wiese gemäht werden? Auf einer Grünfläche, die eh nicht genutzt wird. Angesichts der Corona-Krise und dass die ganzen Alten irgendwie jetzt immer noch irgendwie selber zum Supermarkt einkaufen gehen, dann irgendwie sich dann mit so einer Behelfsmaske, wo oben noch die Luft rauszischt, ja. Und ich meine, ne, der Fahrer irgendwie könnte doch irgendwie, ja, für die gefährdeten Personen irgendwie Essen ausfahren. Und ich habe es wirklich mal ausgerechnet, irgendwie, ich habe jetzt nicht im Kopf, aber irgendwie, wenn Europa nur das Erdöl, was sie selber haben, also in der Nordsee irgendwie verbrauchen würden, dann könnten irgendwie die Autos irgendwie in Europa im Durchschnitt täglich 3 Kilometer fahren. Und für Deutschland habe ich jetzt nicht im Kopf, aber in Österreich beträgt die durchschnittliche Kilometerleistung von einem zugelassenen Auto 40 Kilometer. Ja, also 3 Kilometer pro Tag, irgendwie, wenn wir halt unser eigenes Öl nehmen und halt nicht irgendwie mit Bomben irgendwie auf Libyen und Syrien und Iran irgendwie oder Venezuela, alles Kriegsherde, damit wir unser Öl billig bekommen. Und die 3 Kilometer auch nur im ersten Jahr, weil im Winter irgendwie würde die Hälfte der Bevölkerung erfrieren, weil ja kein Erdöl da wäre. Also im nächsten Jahr wären es dann schon 6 Kilometer, die verbleibende Bevölkerung. Und trotzdem, weil es ist, ich krieg's halt hier mit, wenn die hier fährt, irgendwie pro Woche wird hier einmal irgendwie die Straße gekehrt. Ja, irgendwie gekehrt und Laub, ich meine, wegen dem Laub und weil wir haben ja so eine junge neue Bürgermeisterin hier und Problem lösen, ist immer so dieser Ansatz und ich so vor dem, naja, kein Problem. Ich könnte mich hinsetzen, so ein Android-App programmieren, irgendwie das so wie die Corona-App im Prinzip. Ja, da wird halt dann irgendwie, kann man einfach rumlaufen und wenn man irgendwas sieht, was einem irgendwie auffällt, von wegen, oh, hier müsste vielleicht mal Laub gerecht werden oder Schnee geräumt werden, dann macht man ein Foto von irgendwie und dann wird halt die Position irgendwie und immer wenn halt dann jemand, ein anderer Bürger, das vorbeiläuft, irgendwie mit Bluetooth und dann kommt da an dem Punkt vorbei und geht Bing auf und hey, hier könnte vielleicht jemand mal irgendwie Laub rechen oder so, ja. Und das Schöne ist eben, könnt ihr natürlich tolle Kickstarter oder so, es wird eh nicht funktionieren, deswegen erzähle ich ja, weil ihr alle zu blöd seid. Das Schöne ist eben, dass das würde lokal im Kleinen funktionieren. Also nicht so eine Kickstarter-Kampagne und dann brauchst du oh, 30 irgendwie 1000 Euro und es müssen sofort irgendwie 1 Million Leute mitmachen, wie bei diesem Corona-App. Ja, sondern hier könnte nur unser kleiner Ort, 3000 Einwohner in dieser Gemeinde, ja, könnte irgendwie die Bürgermeisterin sagen, ey, hier, wir machen ein Pilotprojekt hier, Bürgerbeteiligung, Bürger macht zusammen, oh, die Sonne im November. Ja, deswegen, es würde praktisch auch ganz klein, könnte es funktionieren und dann halt von Gemeinde zu Gemeinde. Ja. Aber natürlich irgendwie kann ja gar nicht funktionieren. Wirklich, ihr könnt es programmieren, ja, zack, irgendwie hingesetzt, 2, 3 Tagen, wäre fertig irgendwie, ja. Irgendwie, ich meine, ich würde es vielleicht dann einfach machen mit GPS-Position und ja, Datenschutz hin oder her oder so, könnte man dann später verfeinern, ja. Aber der Punkt wäre irgendwie, ja, im Winter, dann werden alle Leute irgendwie, die den Schnee schippen, irgendwie werden sofort eingetragen, ja. Und anstatt dass andere Bürger, also ihr, irgendwie, und dann sagt, oh, schön, da kann ich mir jemand helfen und ein bisschen Schnee räumen. Nö, da kommt die Stadt und wird Ordnungswidrigkeiten verteilen, weil halt alle irgendwie angezeigt worden sind, die den Schnee nicht. Ja? Oder jetzt hier, der hat halt da vorne wirklich da irgendwie an dem Parkplatz da, wo die Bushaltestelle irgendwie ist, hat er da irgendwie das Laub irgendwie zusammengemäht. Ja, und da stehen jeden Tag irgendwie die Schüler irgendwie rum und langweilen sich, sie sind kalt oder sowas. Könnte man hingehen, könnte irgendjemand, so eine alte Person, so, hier könnte man mal Laub rechen oder so. Davon abgesehen, ob das wirklich notwendig ist, aber okay.
Ja, dann kommen die Schüler oder dann komme ich und sie, da hat jemand gesagt, da könnte man Laubrechen. Und ich so, Laubrechen finde ich nicht doof. Aber ey, ich habe so ein Laubrechen. Ja, wenn jemand Laubrechen will, kann er hier mal klingeln. Irgendwie können wir Nachbarn geben ihm Laubrechen. So, und dann stehen die Schüler da. Irgendwie dann geht Bing, geht bei denen auf und sagt, ey, hier könnte mal laubgerecht werden. Und der Nachbar da drüben, irgendwie, der könnte dir ein Laubrechen geben. Gehen die Schüler rüber irgendwie, haben ein schönes Erlebnis. Und dieser schöne gemeinsame Effekt irgendwie, dass die Bürger zusammen Probleme lösen. Nee. Dafür sind ja die Politiker zuständig. Ja, dann würde ja irgendwie diese Befehlskette von oben nach unten irgendwie geht ja nicht irgendwie. Das muss ja alles irgendwie Probleme irgendwie. Dafür müssen die Politiker gewählt werden und die da oben und die beauftragen dann irgendwelche Leute vom Bauamt und die verfahren dann irgendwie schön irgendwie das Öl, was irgendwie mit Bomben irgendwie billig aus Libyen irgendwie erkauft worden ist. Ja, und deswegen, das an sich diese schöne Idee, dass an sich, ich meine, irgendwie, wieso soll ich jetzt irgendwie Laub brechen oder sowas, aber einfach. Dieses, ne, alleine verliert man immer, also dieses Gemeinsame. Ja? Ich meine, ich werde das Video dann der Bürgermeisterin schicken, ja, weil ich habe mir gedacht, okay, schreibst dir eine E-Mail, irgendwie, oh, was könnte ich machen oder so, aber wird eh nichts. Vielleicht hat sie mal Zeit, das Video zu schauen oder so, ja, und dann, ja, weil es geht um diese Fröhlichkeit. Das Schöne, warum es funktioniert, ist halt, dass unterschiedliche soziale Gruppen zusammen irgendwie ein Problem lösen, ja. Also die alte Frau, die sagt, oh, ich muss mal Laub brechen. Irgendwie der komische Physiker, der so Laub brechen irgendwie hat, irgendwie. Und dann die Schüler irgendwie, die dann gemeinsam mitmachen. Und dieses Verknüpfung, dieses Gemeinschaftsgefühl durch dieses App, ja, wo praktisch jeder einfach sofort irgendwie, wo er gerade langläuft, und oh, hier könnte man vielleicht mal einen Sportplatz bauen oder einen Basketballkorb hinsetzen oder hier irgendwie der Fahrradweg irgendwie könnte an der Stelle vielleicht irgendwie so einfach so Ideen, also nicht nur was Probleme, sondern auch was man machen kann. Und das Traurige muss ich halt jetzt immer erwähnen, wenn ich jetzt so nachdenke von wegen, also nee, in dieser Welt hier irgendwie diese tolle Demokratie oder sowas, das wird nichts, ja, weil halt von oben nach unten und wenn ich dann über nachdenke, wo ist denn diese Begeisterung, dass die gesamte soziale, gesellschaftliche Schicht zusammen Sümpfe trockenlegt oder so, ja, ne? Da bin ich schon wieder beim Adolf Hitler. Bumm. Und ich habe das ja in der Europa for Future immer schon gesagt, irgendwie Adolf Hitler, Faschismus, damit dieser gemeinschaftliche Tatort immer nur für böse Sachen. Ja, weil es geht halt nur um Minderwertigkeitskomplexe und deswegen braucht man halt irgendwie große Ziele, um gemeinsam stark zu sein, ja. Wenn jetzt diese Sache hier, dieses eigentlich fröhliche Zusammen oder sowas, ist im Prinzip eigentlich die Informationsgesellschaft. Ja, also im Prinzip eigentlich genau dieses einfach mal 3 Tage hinsetzen, Android-App programmieren, ich würde es mit Cordova machen, sage ich wahrscheinlich mal, weil es geht irgendwie eigentlich nur GPS und Foto, mehr braucht man nicht. Und deswegen, das ist im Prinzip einfach eine Webseite, die kann dann auch im Internet, kann auf jedem Browser laufen und kann auch ganz einfach als ein Android- und iPhone-App irgendwie gemacht werden. Ja? Einfach 3 Tage und dann zusammen dieses im Prinzip eigentlich diese Informationsgesellschaft. Und deswegen wirklich irgendwie die ganze Politik irgendwie ist alles letztes Jahrhundert. Also und für mich ist es halt so traurig irgendwie, wenn das nicht passiert, ja, dann bleibt eben nur der Tatendrang von der AfD und den Rechtsradikalen übrig, ja, die sich jetzt eben angesichts der Corona-Krise immer schon irgendwie diese feuchten Träume haben, dass irgendwie da der Umsturz kommt, weil das System zusammenbricht, ja. Und dann, da wäre es wirklich eben so schön und wichtig, wenn einfach so einfache, fröhliche Dinge, die einfach jetzt so ein kleiner Ort irgendwie, der kann das sofort machen, ja. Aber es müsste, deswegen an die liebe Bürgermeisterin, ja, da müsste halt wirklich auch noch eine Kampagne dazu. Also irgendwie wirklich irgendwie alle Bürger anschreiben, irgendwie im Rathaus irgendwie eine Sitzung machen oder Sporthalle, wo das irgendwie vorgestellt wird, wo man irgendwie ein Bewusstsein dafür schafft, ja. Irgendwie, deswegen, wenn ich jetzt einfach nur, ich programmiere das jetzt und ne, dann wird es irgendwo hingestellt und passiert nichts, ja. Also diese Idee muss man verstanden haben und dann müsste irgendwie die Politik irgendwie erkennen, dass irgendwie die Denkweise irgendwie alles noch aus dem letzten Jahrhundert ist. Ja, und dass es nicht nur darum geht, dass sie gewählt werden, damit sie dann irgendwelche Rasenmäher irgendwie mit irgendwelchen Öl aus Arabien irgendwie oder Nordafrika irgendwie dann sinnlos im November irgendwie einfach nur, weil der halt Beschäftigung braucht. Ja, sondern dass man diese Potenzial irgendwie nutzen kann und dass man das nicht nur von oben nach unten, sondern dass man die
Bevölkerung, also alle sozialen Schichten irgendwie da irgendwie mit integrieren kann und muss, um halt die Welt irgendwie. Naja, okay. 10 Minuten. Wie schon gesagt, geht mir nicht so gut, deswegen einfach erzählt und raus damit. Und tschüss.